Guten Tag, mein Name ist Sigrid Goldbrunner. Ich bin bei der Verbraucherzentrale Bayern zuständig für die Energieberatung. Grüß Gott, mein Name ist Andreas Schali von der Energiewende Oberland. Wir geben Ihnen Tipps zum Thema Energie. Wir befassen uns heute mit dem Thema Mobilität. Die Frage ist, welches Verkehrsmittel ist für welche Wegstrecke am geeignetsten, um möglichst viel Energie und Ressourcen zu sparen. Dafür übergebe ich jetzt an die Expertin Frau Lang von Bayern Innovativ in Nürnberg. Ich bin die Simone Lang, arbeite bei der Bayern Innovativ im Bereich der Elektromobilität, hier Batterieelektromobilität und Wasserstoff. In der Elektromobilität gibt es verschiedene Verkehrsmittel, das E-Auto, E-Roller, E-Bike und den E-Scooter. Hier ist vor allem das emissionsfreie Fahren der große Vorteil. Beim E-Auto ist es natürlich wichtig, wo finde ich die Ladestation? Hierfür gibt es den Ladeatlas Bayern, der mir genau auf einer Karte anzeigt, wo die Stationen sind. Natürlich möchte ich mit einem E-Auto so grün wie möglich unterwegs sein. Hier natürlich Grünstrom am besten, aber selbst im deutschen Strommix ist man schon klimafreundlicher unterwegs. Trotzdem verbraucht jeder gefahrene Kilometer auch in der Elektromobilität Energie. Deshalb lohnt es sich auch hier, verschiedene Nutzungsarten in der Mobilität anzuschauen. Um im Punkt Klimaneutralität und Gesundheit noch besser abzuschneiden, sind die Nutzung vom ÖPNV oder des Zuges natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Auch das Bilden von Fahrgemeinschaften spart Kosten und ist nachhaltig. Hier haben sich beispielsweise in Nürnberg schon Unternehmen zusammengeschlossen, um eine Mitfahrzentrale zu organisieren. So können sich Mitarbeitende zusammenschließen und gemeinsam in die Arbeit fahren. Das einzelne Fahrzeug wird somit besser ausgelastet und insgesamt sind weniger Fahrzeuge auf der Straße. Auch bei einem benzin- oder dieselbetriebenen Auto kann man durch den richtigen Fahrstil Kraftstoff sparen, indem man beispielsweise rechtzeitig hochschaltet, nicht hochtourig unterwegs ist und auf den richtigen Reifendruck achtet. Durch die geringere Feinstaubbelastung schont das auch die Gesundheit. Grundsätzlich kann man nicht verallgemeinern, welches Verkehrsmittel am besten geeignet ist. Hier lohnt sich vielleicht der Blick auf die Mobilitätspyramide, analog der Ernährungspyramide. Wann immer möglich, sollte man die Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, dann mit dem öffentlichen Verkehr und oder Ridesharing und Pooling und erst in den seltensten Fällen mit dem Pkw. E-Scooter können beispielsweise den ÖPNV ergänzen, indem die erste und letzte Meile zur nächsten Station ermöglicht wird und somit die Erreichbarkeit des gesamten ÖPNV verbessert wird. E-Bikes und Lastenräder ermöglichen es beispielsweise, längere Strecken oder Versorgungsfahrten klimafreundlich ohne Pkw zu ermöglichen. Um beim Thema Mobilität noch gesamtheitlich zu denken, kann man auch gucken, dass man zum Beispiel im Supermarkt nur regionale Produkte kauft, weil dadurch dann der Lieferweg minimiert wird. Oder auch, dass ich beispielsweise im Homeoffice arbeiten kann, weil ich somit gar keine Ressourcen für den Arbeitsweg benötige. Das Ziel ist es, durch eine Veränderung unseres Mobilitätsverhaltens sichere und saubere Lebensräume dazu zu gewinnen. Ein künftig interessanter Ansatz ist neben der Batterie auch der Wasserstoffantrieb als Alternative zum Verbrenner. Die Verwendung von Wasserstoff wird vor allem im Schwerlastverkehr gesehen, wo beispielsweise hohe Massen bewegt werden oder auch lange Strecken zurückgelegt werden, wie beispielsweise beim LKW als auch bei den Zügen. Für die innerstädtische Mobilität, zum Beispiel für Busse oder auch für den Lieferverkehr, wird in Zukunft voraussichtlich eher der batterieelektrische Antrieb gesehen. E-Fuels, also die synthetischen Kraftstoffe, die auf Basis von Wasserstoff hergestellt werden, sind höherwertige Kohlenwasserstoffe, die dem Benzin und dem Diesel in vor allem der Energiedichte ähneln. Diese kann auch als nachhaltige Antriebsenergie für beispielsweise Schiffe und Flugzeuge verwendet werden. In der Zukunft wird der Verkehr durch die Vernetzung der Fahrzeuge miteinander und mit der Infrastruktur intelligenter und somit energieeffizienter werden. Vielen Dank an Frau Lang. Falls Sie Hinweise zum Thema Mobilität haben, bitte schreiben Sie diese in die Kommentare. Es lohnt sich, sich mit seinem Energieverbrauch auseinanderzusetzen. Wenn Sie wissen wollen, was Sie noch tun können, informieren Sie sich beim Team Energiewende Bayern und seinen Partnern.